warum hast du dich für dieses Leben entschieden? Durch ein persönliches Schicksal vor mehreren Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile schon sagen. Was heißt denn persönliches Schicksal? Magst du darüber reden oder lieber ja, nicht? Sagen wir mal ganz oberflächlich. Ich habe meine Familie vor genau 25 Jahren verloren. Und da habe ich die Perspektive fürs Leben verloren gehabt. Und seitdem bin ich auf der Straße. Was hast du denn vorher gemacht? Ich habe studiert, ich bin Maschinenbauingenieur. Okay. Ja. Und hast du auch in dem Bereich gearbeitet? Ich habe auch in dem Bereich gearbeitet. Ich habe im Bereich Motorsport gearbeitet, habe im Rallye-Sport Motoren, also war das Chefmechaniker von einem deutschen Rallye-Fahrer. Interessant. Von welchem Rallye-Fahrer? Von Manfred Hero. Okay. Das ist ja schon eine Weile her. Ja, 70er Jahre, 80er Jahre. Und könntest du dir jetzt vorstellen, wieder so ein Leben mit so einer täglichen Routine und einem Job zu machen? Oder, ich habe mein Leben lang auch in der Zeit, wo ich auf der Straße gelebt habe, immer für meinen Unterhalt gearbeitet. Okay. Also ich arbeite ja jetzt auch noch, aber ehrenamtlich und muss ja irgendwie dann auch noch ein bisschen Geld zusammenkriegen und deswegen sitze ich dann hier am Bett. Und was machst du ehrenamtlich? Ich arbeite bei der Inneren Mission. Okay. Ich arbeite dort in der Kleiderkammer, sortiere Kleiderspende für Bedürftige. Dreimal die Woche. Und wie überstehst du die Wintermonate, wenn du so auf der Straße lebst? Ich denke normal wie jeder andere auch. Also der einzige Unterschied ist, dass ich mich vielleicht ein bisschen wärmer einpacken muss wie andere. Okay. Wo schläfst du? Ich habe eine schöne Platte im Stefani-Viertel. Also hier bei einer alten Schule. Ist eine alte Grundschule, die geschlossen ist. Und da gibt es da hinten, hinter der Schule, so eine. Wie wollen wir das sagen? Das war früher so ein Abstellraum für Müllton und so. Also überdacht und mit so drei Seiten geschlossen, wo ich auch meine Sachen unterstellen kann zum Teil. Und da verbringe ich dann die kalten Tage und Nächte, wenn ich nicht hier bin. Ja. Also trocken, aber nicht unbedingt warm? Ja, warm, wenn ich im Schlafsack, also. Man muss sich halt immer ein bisschen dicker anziehen und dann im Schlafsack, sobald ich auf meiner Platte bin, in den Schlafsack rein und dann geht das. Okay. Vielen herzlichen Dank, Harald. Gern geschehen. Drei Obdachlose. Gibt es Leute, die dir hier manchmal Ärger macht? Ja? Mhm.